Ja, ganz herzlichen Dank. Bei den Vorträgen hatte ich gerade immer das Gefühl, Mensch, es gibt noch einen anderen Vortrag, mit dem ich mich ganz intensiv oder in dem ich mich ganz intensiv über die menschliche Natur und das, was sozusagen die Bedürfnisse sind, die sich seit der Steinzeit nicht verändert haben. Und ich glaube, das kam bei allen drei Vorträgen wahnsinnig raus. Es ist tatsächlich so. Also die Schere zwischen der technologischen Weiterentwicklung und unseren urmenschlichen Bedürfnissen, Fähigkeiten, die droht ein bisschen arg auseinanderzugehen, weil wir gar nicht schnell genug in unserem Verhalten adaptieren können. Also gibt es ein ganz spannendes Thema, was wir so zum Thema Gesundheit, Ergonomie mal aufbereitet haben. Wer vielleicht mal nochmal ein neuer Vortrag in diesem Kontext. Heute möchte ich Sie kurz ein bisschen entführen, zurück in die Zukunft, zurück zum Corporate. Es geht eben tatsächlich um die Frage, wie sich Menschen und Gemeinschaften definieren. Wir haben heute mehrfach gehört, auch von Samir, es geht um den Menschen. Also um Sie, um Sie, um Sie, um Sie, um Sie, um Sie. Und es ist auf einmal klar, dass es schwierig ist, von den Menschen zu sprechen, weil wir ganz unterschiedlich sind. Weil Menschen unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Vorlieben haben, unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Charaktere sind. Also der Mensch ist schwierig, aber was klar ist, dass Unternehmen vor allem soziale Organismen sind. Also da geht es um das Gemeinsame der Menschen. Und vor dem Hintergrund würde ich ganz gerne diesen Vortrag auch noch mal ein bisschen betonen. Die Wirkmächtigkeit der Räume wurde heute auch schon mehrfach angesprochen. Die Neurologen wissen inzwischen, Leben ist Reizreaktion. Und wenn ich Reaktionen verändern will, muss ich Reizsetzungen verändern. Buckminster Fuller, um den Reigen der wichtigen Leute in der Historie nochmal zu vervollständigen, hat mal gesagt, reshape the environment, don't try to reshape man. Also verändere die Umgebung, versuche nicht den Menschen zu ändern. Aber wenn die Umgebung geändert wird, dann setzt man neue Reize und damit verändert sich eben auch das Verhalten. Der Volksmund nennt es Tapetenwechsel. Also es ist eigentlich ein altes Wissen, was wir neu betrachten. Das Unternehmen ist ein Familienunternehmen. Ich bin also eigentlich jemand, den es gar nicht mehr gibt. Meine Erwerbsbiografie kennt zwei Arbeitgeber. Das erste war ein Schweizer Unternehmen, nicht für Taschenmesser, sondern für Kugel und Rohre, die man zusammenbauen kann, USM Haller. Das zweite ist Wilkern und da bin ich jetzt seit über 28 Jahren. Und das Motiv damals, zu Wilkern zu kommen, war tatsächlich eine Ausrichtung, die dort 1989 schon festgelegt wurde, dass man sagte, das ökologische Anliegen hat im Zweifelsfall Vorrang vor schnellem Gewinn. Und dann hat das Unternehmen einen unglaublichen, komplexen Wandel durchlaufen und wurde wirklich so ein Pionierunternehmen, hat auch neue Branchenstandards gesetzt dabei, den Deutschen Umweltpreis von 1996 gekriegt, mit Thomas Herzog gebaut, die größten hybriden Holzbauten, die 1992 eröffnet wurden, mit Frau Otto, die Zelte. Also da ist richtig viel passiert, wo ich gesagt habe, Mensch, die sehen wirklich über den Tellerrand hinaus und gucken, dass man das ganzheitlich betrachtet. Diese zwei Gründer hätten sich sicher nicht vorstellen können, dass daraus mein internationales Unternehmen wird, aber wir sind Mittelständler, also wirklich mit 500 Mitarbeitern weltweit, das ist schon noch sehr überschaubar. Klasse ist, wenn man in der Welt umher ist und nicht nur sendet und redet, sondern auch zuhört, dann kriegt man so ein bisschen Gefühl für die wirklich wichtigen Entwicklungen jenseits dieser schnelllebigen Moden der Begrifflichkeiten, wo immer wieder neue Säue durch die Dörfer getrieben wird. Was ist eigentlich wirklich das Entscheidende? Daraus so ein bisschen das Extrakt. Der erste Punkt, die Realität ist komplex. Wir müssen uns einfach anschauen, was sind wirklich die Kerntrends, was sind die Themen, die uns wirklich bewegen. Die zweite, was heißt das dann für die Bürowelt? Die dritte, lass uns versuchen, wirklich Komplexität als Chance zu begreifen und nicht als Problem. Das virtuelle Fallbeispiel und ganz am Ende nochmal, hoffentlich dann in einer lebhaften Diskussion, die Komplexität. Warum überhaupt noch Büro? Da wurde schon ganz viel drüber geredet. Die Pros und die Cons wurden genannt. Und das ist natürlich so. Auch da sprechen wir vom Homeoffice.
das ist so wie vom Menschen, ne? Also die Frage, das Homeoffice gibt es halt nicht. Das hängt so, ist so vielfältig und individuell wie die individuellen Lebensumstände. Wo man lebt, in welchen Umständen, mit wie vielen Leuten in der WG, mit einer großen Familie, auf dem Land, in der Stadt. Das Homeoffice bei den Quadratmetermieten in München oder in Frankfurt ist wahrscheinlich eher ein schwieriges Thema, wenn man sagt, da will ich wirklich eine vernünftige Arbeitsumgebung einrichten. Das ist auf dem Land, wo wir, unsere Firma ist, da haben die Leute einen Hobbykeller und konnten dann eben mal das Büro einrichten. Also auch das ist natürlich schwierig, wenn man sagt, wir wollen versuchen als Corporate auch Arbeitsbedingungen positiv zu beeinflussen, dann ist das Homeoffice etwas, was ganz bedingt, nur ganz, ganz schwierig wirklich zu beeinflussen ist. Und dann natürlich die fehlende Abgrenzung, das heterogene, semi-professionelle Umfeld, Teamgeist, alles das. Wir wissen, diese Mitarbeiterfluktuation ist enorm gestiegen. So wie beim Online-Banking der Wettbewerb halt ein Mausklick weg ist, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mich gut eingerichtet habe. Wenn alles das keine Rolle spielt, was Team und soziale Bindung sind im Unternehmen, dann ist die Hemmschwelle zu wechseln natürlich wahnsinnig niedrig. Ja, dann kommt einer um die Ecke und sagt, du kannst so weiterarbeiten wie jetzt. So ist ja inzwischen fast ein neuer Standard. Ich lege nochmal 500 Euro im Monat drauf. Boah, das andere ist nicht da, ist nicht präsent. Wir sind instinktiv territorial orientiert. Soziale Gemeinschaften können sich tatsächlich nur über Raum definieren. Die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Trends, ein schneller Ritt, Digitalisierung, Globalisierung. Was viele nicht so richtig verstehen, das hängt halt direkt miteinander zusammen. Und früher war Globalisierung immer nur die große Chance. Ne? Also man maximiert den Profit, indem man die unterschiedlichen Lebensbedingungen einer global sehr ungerechten Welt bestmöglich für sich ausnutzt. Und spätestens als dieser Tanker sich im Suezkanal verkeilt hat, hat man auf einmal gemerkt, ups, ist ja doch nicht so toll, als die Medikamente knapp werden, jetzt die Antibiotika für die Kinder, merkt man auf einmal, es kann ja auch nach hinten losgehen. Also wir müssen vielleicht auch die Risiken, also diese Komplexität solcher Dinge besser auf dem Schirm haben, um vernünftigere und klügere Entscheidungen zu treffen. Beide Themen führen dazu, dass diese Entwicklungsgeschwindigkeit immer höher wird. Je komplexer die Welt wird, desto schneller verändern sich die Rahmenbedingungen. Wenn Sie jetzt in die Wissenschaftsdiskussion einsteigen, dann wurden in den letzten 3 Jahren mehr neue wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht als in der gesamten Geschichte der Menschheit zuvor. Und je mehr Wissen da ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge neu zusammenkommen und sich Dinge dadurch eben sehr dynamisch verändern. Gesundheit. Du sagtest so das alte schöne Thema Gesundheit. Wer hätte gedacht vor der Pandemie, dass auf einmal das gesamte öffentliche Leben, dass die Wirtschaft weltweit sich dem Infektionsschutz unterordnen muss? Na, wir haben immer so gegrinst, auch bei uns. Ich hatte 2019 noch Bauhausjubiläum, hatten wir internationale Architektengruppen. Wunderschön grinsten wir, weil die Japaner hatten ja immer eine Maske dabei. Da grinst heute keiner mehr, dass Leute auf einmal eine Maske aufsetzen. Also, dass sich das so, das ist wirklich sozusagen auch volkswirtschaftlich eine der wichtigsten Themen einer alternden Gesellschaft. Fachkräfte, wenn die dann auch noch krank werden, die Leute, und ausfallen, dann ist ja niemand mehr da, der den Job machen kann. Also Gesundheit ist auch unternehmerisch ein unglaublich wichtiges Thema. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist so eine Geschichte, die sich daraus ableitet. Was die HR-Leute werden auf einmal viel wichtiger in den Unternehmensentwicklungen. Früher hat man gesagt, HR muss gerichtsfest einstellen und kündigen können. Heute geht es um die Frage der Enabler. Also wie kriege ich eigentlich die richtigen Leute, die helfen, die Unternehmensziele zu erreichen? Und natürlich das Nachhaltigkeitsthema. Fridays for Future, die Kleber, die Last Generation. Ich warne davor, das immer so auf den Symptomebenen anzugucken. Das ist ein Riesenthema. Gestern waren es in Südspanien 30 Grad Ende Januar. Denen droht eine ungeheure Trockenheit mit rabiaten Folgen für die Bevölkerung. Das ist nicht mehr irgendwie weit weg, sondern das ist da. Und deshalb ist es richtig, dass die Leute auf die Straße gehen, so wie sie jetzt auf die Straße gehen für die Demokratie. Es ist extrem wichtig. Wir müssen Verhalten verändern. Wir brauchen Reitsetzungen, um Verhalten zu verändern. Und das ist für die Unternehmen nicht eine lästige Pflicht, sondern im Grunde natürlich zu sagen,
Wir müssen den Ast pflegen, auf dem wir sitzen, weil sonst stürzen wir mit ab. Das Entscheidende aber ist, diese vier Trends, die sind alle gleichzeitig da. Und wir müssen eigentlich ja immer genau hingucken und sagen, was bedeutet denn das, was ich jetzt tue, vor dem Hintergrund dieser Voraussetzung, von diesen Einflussfaktoren. Das war alles vorher auch schon da. 72, du hattest gerade was gezeigt, 72 war Club of Rome und Olympische Spiele. Ne? Also wir haben kein Erkenntnisproblem. Das wissen wir alles. Intellektuell weiß jeder von uns, dass das wichtig ist. Aber unser Scheißverhalten hängt dem so hinterher. Und da liegt die große Chance im Raum, weil über den Raum kann ich eben wirklich Verhalten verändern. Was heißt das jetzt für die Büroarbeit? Themen, Sami hat schon gesagt, Arbeitgeberattraktivität, dahinter steckt, früher kamen irgendwie 10 Bewerber auf eine freie Stelle. Heute gibt es 10 freie Stellen in bestimmten Bereichen für einen Bewerber und der kann sich's aussuchen. Wenn ich die Leute nicht kriege, dann ist das Unternehmen am Ende, dann muss das einfach zumachen. Fachkräftemangel, Bevölkerungspyramide, auch das wurde schon genannt. Bei uns Wilkern sind 50% der Belegschaft über 50. Ich bin noch eine Generation vor den geburtenstarken Jahrgängen. 2, 3 Jahre nach mir gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Der Lauterbach hat neulich mal gesagt, das gibt ein Riesenproblem, weil die alternde Bevölkerung braucht dann mehr Versorgung. Das Problem ist noch viel schlimmer. Die Versorgergeneration geht auch in Rente. Also das fällt uns wahnsinnig auf die Füße, wenn wir nicht endlich schlau sagen, wir öffnen uns für die Welt und sorgen dafür, dass eine Volkswirtschaft auch genügend Population hat, weil sonst alle Systeme nicht mehr funktionieren. Das Thema Innovationsgeschwindigkeit, wenn sich die Welt um uns herum verändert. Ihr habt es gesagt, die Transformation, das ist überall, in allen Branchen. Ja, wer bei Corona nicht digital stattfinden konnte, als Restaurant mit Bringdienst, mit all diesen Sachen, der hat halt nicht mehr stattgefunden. Eine dramatische Veränderung der Rahmenbedingungen und das wird weitergehen, es wird schneller werden. Also geht es um die Frage, wie schnell können wir denn uns anpassen oder noch besser, wie schnell können wir Dinge antizipieren und uns frühzeitig gut aufstellen auf die neuen Bedingungen. Was kann das Büro dazu beitragen? Das Thema Gesundheit. Jetzt kamen gerade die neuen Zahlen. Die DAK hat gesagt, im letzten Jahr waren im Durchschnitt der Versicherten die Leute 20 Arbeitstage krank. Also wenn man so weiß, dass ein Arbeitstag mit Ersatzkosten und so weiter ganz locker mal, und das ist nicht hochgegriffen, 500 Euro pro Nase kostet, also ein Krankheitstag, dann weiß man, da redet man über irre viel Geld. Die Lohnkosten sind in den allermeisten Unternehmen sowieso die mit Abstand höchste Kostenposition. So ein Tortendiagramm hat einen großen Vorteil. Es zeigt nämlich, dass auch die Themen miteinander zusammenhängen. Wir haben lauter Spezialisten, aber oft sehen wir eben nicht, wieder das Thema Komplexität, dass eben im Körper, Geist, Körper, Infektion, Immunsystem, Ernährung, alles das hat miteinander zu tun. Das sind nicht einzelne Tortenstücke, die man isoliert behandeln kann, sondern wir müssen auch hier immer gucken, dass wir das Gesundheit als was Ganzheitliches begreifen. Und dann schließlich die Frage, wie können wir das denn machen dann? Was kann das Büro beitragen, dass die Leute länger arbeitsfähig bleiben, dass sie besser arbeiten und dass sie gesund bleiben? Und daraus haben wir mal 4 Perspektiven entwickelt. Komplexität nicht wegzudrücken und zu sagen, Komplexität ist ein Problem, aber zu sagen, wie müssen wir damit umgehen, damit wir es handhaben können. Wir haben gesagt, es gibt eigentlich ein paar Dimensionen. Engagement Index hattest du, glaube ich, auch mit zitiert, die eben zeigen, wie hoch die Wechselwilligkeit ist. Uralte Zahlen, das Thema New Work wurde auch zitiert von Fridtjof Bergmann. Und wenn man über Büro nachdenkt, dann kann man ja diesen Satz ein bisschen anpassen und sagen, wir brauchen eigentlich Büros, in denen die Leute wirklich, wirklich arbeiten wollen.
Weil sonst werden sie das nicht tun. Zumindest bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation. Wie das aussieht, wenn sich das verschiebt. Wenn über KI auf einmal ganz viele Bürojobs redundant werden, möchte ich offen gestanden gar nicht nachdenken, was dann mit Kultur und Wertschätzung der Mitarbeiter passieren kann. Und wir haben dann gesagt, es gibt eben vier Kernperspektiven, die immer gleichzeitig stattfinden. Auch da, es geht um die Identität des Corporate, des Unternehmens. Da kann man auch die Frage stellen, was würde der Welt eigentlich fehlen, wenn es uns als Unternehmen nicht mehr gäbe? Das ist eine ziemlich schlaue Fragestellung, weil man dann auf einmal nicht mehr auf den Wettbewerb schielt und sagt, wie macht's der, dann mache ich es genauso, sondern genau andersrum sagt, wodurch werden wir eigentlich einzigartig? Welche Werte zeichnen uns aus? Es geht um Purpose, Sinnstiftung, ganz wesentliches Thema, die zur Selbstverwirklichung, zur Wohlbefinden beitragen. Es geht um Gesundheit, Wohlbefinden und es geht um Zusammenarbeit. Und da erlauben Sie mir einen kurzen Ausflug ein bisschen in die Definition, was wir da eigentlich drunter verstehen sollten. Das wie im Corporate Office, da geht es um die Werte. Geht es um Funktion, Orientierung, Zugehörigkeitsgefühl, Unterscheidbarkeit, eben anders zu sein. Und New Work ist nicht, dass sich alle auf einmal einen Sitzsack in die Büros stellen oder einen Kicker. Das Zweite, es geht um das Was. Und da ist es ja in der Tat so, dass das Thema Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht. Also die sozialen Qualitäten, die das Büro fördern soll, das Miteinander. Und da macht es aber auch Sinn, mal genauer hinzugucken, was ist das eigentlich? Gemeinschaftsbildung, Rituale, Teamgeist. Wunderbar bei euch mit dem Musikthema, wo man wirklich diesen Zusammenhalt des Corporate wirklich spürt. Aber es geht auch um die Frage, wie können wir Spaß am Lernen vermitteln? Ja, wo wir manchmal sagen, die Qualität eines Schulungsraums entscheidet darüber, ob der eine zum anderen sagt, na du Depp, musst schon wieder zur Schulung? Oder ob die sagen, wie machst du das, dass du schon wieder eine Fortbildung kriegst? Die Wertschätzung, die Qualität, die Wirksamkeit zu sagen, ich schätze die Menschen, die da sind, wert, drückt sich in der Gestaltungsqualität aus. Und das sorgt für Motivation und Performance. Und dann geht es natürlich um das Warum, dass die Sinnstiftung, wie wird das transportiert, wie wird die Zukunftsfähigkeit transportiert? Man kann es ganz simpel sagen, junge Leute, die sich heute einen Job aussuchen können, werden sich die Frage stellen, seid ihr Teil des Problems dieser zukünftigen Herausforderung oder seid ihr Teil der Lösung? Und wenn man das nicht klar machen kann, dass man Teil der Lösung ist, ganz plakativ zu den Guten, zumindest denen, die sich ernsthaft darum bemühen, es besser zu machen, zu gehören, dann wird man diese Menschen nicht gewinnen. Aber es geht auch um Performance und geht um das, was du vorhin angesagt hast, diese Triple Bottom Line, Soziales, Ökologisches und Ökonomisches, das muss man immer zusammendenken. Und dann schließlich, wunderbar mit deiner Migration, mit dem Flaneur, es geht um Gesundheit und das ist ein Kernprinzip natürlich das Thema Bewegung. Die Digitalisierung, das mobile Arbeiten ist das statischste Arbeiten, was es gibt. Die Jagd- und Sammelgründe, die man früher durchstreifen musste, sind jetzt auf das Touch-Display eines Smartphones reduziert. Und das ist einfach viel zu wenig Stimulation für den Organismus, um auf Dauer gesund zu bleiben und zu überleben. Und es geht natürlich dabei um das Ich. Und das, glaube ich, das müssen wir uns klar machen. Wir haben als Menschen immer diese verschiedenen Seelen. Ich bin einzigartig, ich bin Individuum, ich will gewertschätzt werden, ist die eine Seite. Das andere, aber ich bin Teil eines Ganzen. Und deshalb das Plädoyer zurück zum Corporate, da geht es um das Wir. Da geht es nicht nur um den Einzelnen, es geht auch um die Frage, welchen Platz der Einzelne in dem Wir hat. Aber am Ende definieren sich Unternehmen über die Gemeinschaft, weil sie nur gemeinsam auch den Erfolg feiern können und erreichen können, den das Unternehmen braucht. Und wir haben dafür ein virtuelles Fallbeispiel gemacht. Das Technik kann man eben als Vorstellbarkeit einsetzen, wo man gesagt hat, wir versuchen mal so ein Idealbild anhand eines konkreten Ortes, eines konkreten Projektes zu machen, mit Moodboards, mit all dem, was dazugehört, mit Materialitäten, mit dem Erdgeschoss, was so hybride Nutzungen und Mehrfachnutzungen und
geteilte Raumstrukturen betrifft, auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Und dann das Obergeschoss, was dann eher die internen Prozesse abdeckt mit den Kernprozessen. Und natürlich spielt da das Arbeiten und die Konzentration auch eine wichtige Rolle. Mit Multispace, mehrfach Belegungsmöglichkeiten, aber das, was du sagtest, man bewegt sich durch den Raum. Das ist wirklich ganz entscheidend für die Kreativität und für den Zufall der Begegnung. Denn wenn die Leute ins Büro kommen und jeder sitzt nur noch an seinem Arbeitsplatz, da ist mit Begegnung und sozialen Interaktionen nicht viel los. Und das Büro als Bühne zu begreifen, wurde auch schon gesagt, am Ende müssen es die Menschen wuppen, die in den Büros arbeiten. Und da macht es keinen Sinn, das perfekt durchgestaltete Büro zu machen, wo die Mitarbeitenden wie Konsumenten unterwegs sind und sagen, jetzt macht mir mal die schöne Arbeitswelt. Sondern es geht darum, eigentlich Möglichkeitsräume zu schaffen, die sich die Leute auch selbst aneignen können, wo man eben sagt, carpe momentum, wenn es so ist, dass wir uns jetzt zusammensetzen wollen, weil wir jetzt gerade die Inspiration haben, dann sollte es möglich sein. Und nicht einen Floormanager anrufen und der sagen, ja, in 4 Wochen halt könnt ihr den Besprechungsraum haben. Dann ist das Thema schon längst durch und gelutscht. Komplexität als Lösung. Und das ist einerseits sozusagen Briefing-Thema, es ist ein Monitoring-Thema, immer wieder zu gucken, was haben wir gesagt, wollen wir zum Thema Gesundheit, Klammer auf Individuum, zum Thema Kollaboration, Klammer auf soziale Gemeinschaft, zum Thema Werte, Identität und zum Thema Zukunftsfähigkeit erreichen. Und jede Entscheidung, die man trifft, sollte man dann vor diesem Hintergrund überprüfen und checken, was heißt es denn? Und entweder es zahlt auf die Themen alle ein, oder man sagt, ja, vielleicht war das Briefing nicht richtig. Vielleicht müssen wir uns verabschieden von dieser Zielidee, die wir mal entwickelt haben. Aber es ist einfach, eine Entscheidung zu treffen und danach zu überlegen, ups, das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Na, Homeoffice, klasse. Unternehmen haben gesagt, selbst Zoom hat ja gesagt, ja, ist doch unser Geschäftszweck, wir brauchen keine Büros, wir sparen die Kohle. Ja, Elon Musk hat jetzt gerade gesagt, Anwesenheitszeit im Büro, Pflicht, 40 Stunden die Woche. Und es ist jetzt nicht unbedingt im Verdacht, ein technologiefeindliches Unternehmen zu sein. Ne? Also das sind eben genau diese Rebound-Effekte, die man hat, wenn man es vorher nicht berücksichtigt. Und sowas kann man wirklich durchtragen. Ein letztes Beispiel hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass die sozusagen dieses Konzept als Grundlage genommen haben, um ihre New Work-Themen, ihren Kulturwandel zu gestalten, wo man dann wirklich genau auf diese Faktoren, was heißt es für die Zusammenarbeit, was heißt es für die Gesundheit, was heißt es für die Zukunftsfähigkeit, die Nachhaltigkeit und was bedeutet es für die Unterscheidbarkeit, um attraktiv zu sein. Weil wenn man nicht unterscheidbar ist, sondern genauso aussieht wie alle anderen auch, dann kann man als Arbeitgeber nicht attraktiv sein. Herzlichen Dank.